Der Fassknoten. Diese Schnur hat jetzt am Ende schon einen 8-Knoten als Orientierung, aber der Fassknoten hat genau diese Funktion auch. Also am Ende einer Schnur etwas Dickes zu haben, und der Fassknoten ist noch viel schöner als der 8-Knoten, ist aber auch etwas aufwendiger zu machen. Wir legen eine Schlinge, also wir kommen von links, gehen links herum, dann also nach oben und wieder nach rechts zurück. Und bekommen dann so eine lange Schlinge. Also der Kopf wird über den Schwanz rübergelegt. Und wir haben jetzt so eine langgezogene Schlinge oder ein langgezogenes Auge und haben hier unseren Kopf. Und der geht von unten durch das Auge durch. Und zwar einmal und dann noch öfter. Von unten durch zweimal. Dreimal. Und nochmal. Viermal. Also das ist unsere langgezogene Schlinge und der Kopf ist da jetzt so drum gewickelt. Und das eigentlich Schwierige an diesem Knoten ist dann das Zuziehen. Wir ziehen ganz vorsichtig den Knoten zu und drehen dabei, und zwar den Kopf links rum, also zu uns hin, und den Schwanz von uns weg. Und dann müssen wir beim Knoten, der jetzt hier entsteht, immer gucken. Also dieser Teil dieser Schlinge, der vorher gerade war, der legt sich jetzt wie eine Spirale um die andere Spirale innen drum herum. Und da müssen wir immer schauen, dass das ordentlich wird, also eine ordentliche Spirale, die außen rum geht. Das hier sieht schon ganz hübsch aus. Und ziehen das dann vorsichtig immer fester und drehen dabei ein bisschen. Und ja, ziehen den eben nicht sehr fest, sondern nur so, dass diese Schnüre schön aneinander liegen. Und dieser Knoten sieht jetzt eben aus wie ein Fass. Und das Ende hier mit unserem Kopf ist relativ lang. Das können wir dann direkt nach dem Knoten hier abschneiden. Also da ungefähr. Das ist dann der Fassknoten.